So, herzlich willkommen zurück bei Plants vs. Zombies. Wir springen direkt ins nächste Level rein. Eigentlich würde ich die Aufnahme jetzt wieder sein lassen, aber ich dachte mir, eine Folge geht noch. Eine können wir noch machen. Dazu gehe ich aber nochmal kurz ins Main-Menü und nochmal kurz in den Shop. Das finde ich schon, das schon sinnvoll, ehrlich gesagt. So. Es fängt halt ein Zombie ab. Das ist ziemlich cool. So, wollen wir den reinnehmen und den? Und wenn der angesprintet kommt, ist es schon cool dann. Machen wir einfach mal, weil wir es können. Der Pogo-Zombie. Damit kann ich alle einfrieren auf dem Screen, was auch mal hilfreich sein kann. Den zum Abwehren. Haben wir jetzt hier noch irgendwas? Achso, Sonnenblumen sollte ich vielleicht mitnehmen. Ganz vielleicht. Halt CC und das kann ich halt gut gegen die Ränder einsetzen. Ne? Kostet mich zwar einen Haufen Energie. 150 auf Tash. Und wenn ich dafür diesen Baseball-Zombie erwische und er gegen seine Reihen läuft, wäre das schon ziemlich strong. To be honest. Gerade baue ich noch keine Reihen wieder, sondern ich spare tatsächlich mal ein bisschen. Damit wir uns erstmal auf das hier konzentrieren können. Zombies ordentlich weggebuttert. So. Irgendwie akzeptabel aus. So, wenn jetzt der Renner schon kommt, hätte ich gerne einen Top Freddy. Nicht so aus. Scheinbar nicht in dieser Welle. Ist okay. Natürlich fies gewesen, wenn er jetzt nachgerückt kommt.
eins. Das war schon mal schön. Muss ich davor noch eine Reihe hinkriegen? Am besten nicht gegessen wird. Ich glaube, das wird eher problematisch. So, da kommt ein Leiter-Dude. Zack. Und er kann die Leiter ranbauen. Ich kann nichts dagegen tun. Ich wollte gerade noch einen Topf in den Weg stellen. Aber gerade war es auf Cooldown. Blödes Timing. Hilft nix. Ach, shit. Die schlafen ja auch tagsüber. Jetzt muss ich Energie aufheben. Weg. Ich brauche nichts mehr. Mache ich aber super Defense 9. Hier sollte nichts anbrennen. Oh ja, das Defense auf Doom, hier ist alles egal. Wir machen das schon. Aber sonst sind die Renner. Tötet ihn doch. Herrgott. Leute. Oh. Aber wirklich rentabel ist das so nicht. Muss ich gestehen. Wirklich ein paar Defense Lines. Eingelaufen kommt es okay, der Psychopilz ist nicht wieder ready. Warum sogar extra auf ihn gewartet, wenn ich nicht. Jetzt hat man auf ihn einzubuttern. Sehr gut. Super Defense Line, da ist egal. Haben die mit ihren Scheißleitern. Ja, die Zombies einfach nur noch. Oh. Das ist schlecht. Wir sind gestorben. Ist echt durchgekommen. Was zum Fick? Wie ist der durchgekommen? Okay. Okay, pass auf. Wir nehmen das. Ist das auch Metall? Kann ich das auch wegziehen? Wir nehmen auf jeden Fall Sonnenblume. Wir nehmen auf jeden Fall den. Dann nehmen wir das Metallding mit und die Bohne. Lassen wir uns nämlich nicht bieten. Wir haben tatsächlich verkackt. Richtig offiziell verkackt. Blume habe ich. Nehme ich die Pimpblume oder das? Ich glaube, ich nehme das. So, und wir werden dann einen Magneten aufstellen.
In der Hoffnung, dass die Leitern und die Pogo-Geräte weggeschafft werden. Ja Mensch, das war ja jetzt ungünstig, unangenehm. Wir waren am Ende des Levels schon fast. Dann haben wir echt verkackt. Wir haben hier, wir haben hier keine Verteidigung. Mary lacht. Und sie versucht natürlich immer keinerlei Geräusche zu machen. Das ist natürlich schwierig, wenn man sehr emotional ist. Wofür einige bestimmt Verständnis haben. So, gib mal Sonnenblumen Energy. Give me some energy. Fällt gerade auf, wenn man das Spiel relativ spät spielt, dann wird man doch ein bisschen müde. Die Action hält sich ganz offenbar doch leicht in Grenzen. Hätte man gar nicht meinen bei diesem actionreichen Gameplay. Plants vs. Zombies bietet. Aber hey, ich will gar nicht mal lästern darüber, wir haben es gerade einmal geschafft zu verkacken. Der ist echt weggefressen. Danke. Danke, dass ihr es noch geschafft habt. Bin ein bisschen stolz. So. Alles ein bisschen schneller, bitte. Warum baue ich denn jetzt rein? Ich weiß es nicht. Scheiß Idee. Ich hätte hier hin gemusst. Ach, da habe ich noch gar nichts. Sehr schön. Sollte ich vielleicht mal tun. Gehört Verteidigung so helfen, um zu überleben. So. Das ist doch soweit schon mal ganz schön. Ist die Frage, wie weit zieht denn der Schwung an? Also, inwieweit ist der effizient? Ich würde jetzt quasi erstmal mittig einplatzieren, hier so. Das ist nur nicht, wie weit er reicht. Ich könnte natürlich jetzt eine ganze Reihe Magnete bauen, aber es wäre wahrscheinlich auch ein bisschen... Ich hoffe einfach, das passt so. Vielleicht hätte ich hier und hier nochmal einen machen müssen. So unsicher. Wenn ich die Verteidigung ein bisschen verrutsche, dann werde ich wahrscheinlich eh nochmal einen Magneten bauen. Einer ist ein bisschen wenig. Gerade jetzt bietet es sich halt an, dass ich irgendwo weiter nach vorne baue. So. Kannst du das Gerät bitte an... Jawollo. Das sehe ich gern. So. Dann werde ich hier nämlich noch einen Magneten bauen. Wenn ihr nämlich irgendwie durchspringen. Das sieht doch schon mal nett aus. Ein bisschen mehr CC einbauen. Ja, die ich jetzt baue, sind natürlich ein bisschen risky. Ja,
haben wir schon mal welche Leiter weggenommen, das ist normal. No Ladder Producer. Hier wird er drüber springen? Ne, wird er nicht. Aber er ist nah an der. Oh, er hat Butter auf den Kopf gekriegt, sehr gut. So, dann können wir den auch noch mal ein bisschen schützen. Den schütze ich auch noch mal, weil der gerade leicht beschossen wird. Und die Verteidigung hier gerade ist tatsächlich relativ wichtig. Wenn man eine Huge Wave auf Zombies kommt, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn ich hier noch einen Magneten habe. Den muss ich natürlich gleich umgehend schützen. Umgehend schützen. So, schnell gemacht. Magnet jetzt natürlich ein bisschen in der Danger Zone. Hast du einen Magnet gerade genommen? Ich riskier's mal nicht. Na gut, ich riskier's mal nicht. Da muss man jetzt mit Schäden rechnen. Das ist so ziemlich die Wave, bei der wir gestorben sind, ne? Zombies. Ich würde gerne irgendwie helfen. Nicht gut aus für dich. Get ready. No. Das muss ich erstmal da schützen. Hier doch einmal einen Magnet nehmen. Darf wirklich keiner durchkommen. Niemand. Ausnahmslos niemand. Und hier sind sie gerade dabei durchzukommen. Ja, wir sind hier sehr dabei durchzukommen. Ich krieg nichts ready, ich kann nichts dagegen tun. Fuck. Der muss weg. Der muss auch weg. Kämpft, kämpft um euer Leben, Guys. Schieß mit Butter. Du musst mit Butter schießen. Oh Gott, hat sich doch mal durchgekaut. Okay, einer ist tot, sehr gut. Hier, da war ein bisschen Blumentopf.
Parcours. 20 Minuten. Schwieriges Level offenbar. Für mich. Now you can play Zen Garden Mode. Oh cool, wir haben einen neuen Modus freigeschaltet. Hey, check it out. You found a watering can. Yeah. In honor of this occasion, was auch immer, I present you your very own Zen Garden. Ah. Hey, they even started off with a couple of sprouts. Grow them to full size and they reward you nicely. Have fun. So, jetzt haben wir hier Pflänzchen, die gegossen werden müssen und dadurch immer Geld. Keep watering your plants when they get thirsty. Ja, geil. Ja, geil. So. Hey, welcome to Zen Garden section of my shop. I'll give you some fertilizer for stopping by. Danke, das ist nett. Take a look around and see if there's anything else you like. So, jetzt haben wir hier noch Zen Garden plants require bug spray from time to time. Jetzt brauchen wir natürlich erstmal Fertilizer. Puh. Eine ganze Menge Krams. Guck mal, wir haben hier auch neue Türmchen. Plant these on your magnet storms to turn them into gold magnets. Gold magnets collect coins and diamonds for you. Okay, ist auch cool. Was sind hier Bodendinger? Plant these on your spike weeds to turn them into spike rocks. Spike rocks do twice the damage and are extremely durable. Das macht mich schon ein bisschen scharf. Muss ich gestehen. So, erstmal Fertilizer. Ja, guck mal, kleine Blümchen. It's all I can do for you now. Jetzt habe ich es nicht mehr gesehen. Jetzt kann man, glaube ich, ab und zu reingehen und sich angucken, was die Pflanzen machen. Müssen wir nur an Samen kommen. Können wir, glaube ich, nicht einfach so kaufen, tatsächlich. Müssen wir finden. These roof cleaners add an extra line of defense for those difficult roof levels. Ja, scheiße, dann ist das. Lohnt sich das sogar. Leider Gottes. Leider Gottes lohnt es sich. Ja, und die tönen mich auch an. Ich nehme jetzt. So, dann hier Handschuhe, damit wir unsere Dinger moven können, nehmen wir auch. So, dann kann ich jetzt nämlich. Wir müssen sortieren. Guck mal, hier rot nach oben links und der da drunter. Spielt das eine Rolle, in welche Richtung die gucken? Ne, der guckt immer nach rechts. So. Dann könnte man jetzt Continue machen. Wir wären aber nicht. Oh. Zengarn is pretty nifty, huh? You can visit at any time from the main menu. But enough of that, it's time to defend your house. I have to warn you, you're going to hate this next level. Why? Because it's non-stop bungee zombie after bungee zombie. I hate those confounded bungees. I hate them. Hate them with passion. And the vengeance. The whoop-a-dee-doo. Here comes those idiots now. Sehr schön. Minigame, ne? Ja. Das machen wir aber nicht jetzt. Sondern wir gehen ins Main-Menu. Sind schon wieder bei 23 Minuten. Das reicht. Und das spannende Level wartet dann in der nächsten Folge auf uns. Bis dahin, tschüss.